Ja, meine Lieben, wir sind 3 Meter weiter gegangen. 3 Meter weiter. Ich stehe wieder mit dem lieben Patrick. Und ja, hier sind die neuen Abschäume der Firma AK. Und endlich sind sie auch da in einer DC-Version. Ja, ja. Wir hören natürlich immer auf euch. Das war von vielen mal noch eine Frage, wann kommt mal eine DC-Pumpe dazu, eine 24 Volt. Und ja, jetzt. Antwort ist jetzt. Also wir werden jetzt, die Core-Serie wird jetzt abgelöst. Nach ein paar Jahren, wo sie wirklich beliebt auf dem Markt war, wird sie jetzt abgelöst. Ja, gelaufen sind die Dinge ja super. Ja, es war halt eine Plug-and-Play-Geschichte. Wo wir gesagt haben, wirklich reinstecken, effektiv abschäumen. Also die hier sind, ich kann schon mal versprechen, nicht weniger effektiv. Wir haben hier nochmal 2, 3 nette Gimmicks mit drin. Und wie gesagt, die DC-Pumpe mit dran, ja, werden erscheinen im Herbst oder Spätsommer. Ja, fangen wir vielleicht mal oben an. Du hast wieder die Funktion, du kannst den Deckel als Untertasse wieder nehmen. Okay. Also das ist die, ich nenne es die E-Partner-Funktion, weil die hält den Frieden daheim. Okay. Wenn du nicht mit einem tropfenden Abschäumertopf durch die Wohnung läufst. Ja. Genau. Drunter sitzt jetzt, also ihr seht, die modernere Kaffeetasse ist es. Die modernere, das ist jetzt der Untersetzer für die Kaffeetasse. Ja. Das ist jetzt der Kaffee-Cup dann sozusagen. Ja. Genau. Drunter, es gibt hier keinen externen Schalldämpfer mehr, wie wir es bei den Core-Serien hatten. Das ist alles hier in diesem Ring mit drin. Das heißt, hier ist der Lufteinlass und ein Ozonanschluss. Also jeder hat einen Ozonanschluss und das ist auch gleichzeitig der Schalldämpfer. Der große hier, wir stehen hier schon vom größten, hat 2 Stellräder, weil einfach eine gewisse Menge an Ozon und Luft drin ist. Da musst du es beides regulieren. Bei den kleinen hast du eine Schraube, da ist das ausreichend. Oh, da finde ich aber auch sinnvoll, dass er an Ozon gedacht hat. Ja, ja. Gute klar, Sache. Wird gefragt und wenn es jemand nutzen möchte, dann hast du hier gleich den Anschluss mit drin. Genau. Das Ganze geht dann in eine sehr leistungsstarke und sehr leise, das ist ja ganz wichtig. Du willst ja nicht irgendwie einen Abschäumer haben, der sich anhört wie so ein Dieselgenerator. Wir haben ja auch einen am Stand laufen. Wir blenden euch gleich mal Ergebnis ein. Genau. Von dem Ton können wir natürlich nicht einblenden, weil es halt hier so laut ist auf der Messe immer. Ich halte mein Mikro mal rein. Ihr kennt das Spiel ja. Also man hört ihn wirklich gar nicht. Absolut nicht. Ja. Aber ich denke, da gibt es bestimmt nochmal einen Test von dir. Wenn die Teile dann mal in Ruhe nach der können wir dir mal was zur Verfügung stellen. Dann kannst du mal ausgiebig testen. Genau. Wie gesagt, die DC-Pumpe ist drin. Sehr leistungsstarke. Und von da aus geht es hier hoch. Und da kommt das Interessante. Das Interessante sind diese kleinen, erstmal relativ unscheinbaren Silikon, auch wichtig Silikon, dass sich kein Schmutz anhaftet, Silikondiffusoren. Die sind jetzt hier, da hat schon mal wieder jemand reingelangt. Das ist natürlich auch, bei Interzoo kann man alle Sachen mal anfassen, nicht wie im Museum, sondern man darf alles anfassen, alles testen. Man sieht schon, die haben einen Winkel. Und der Winkel sorgt dafür, normalerweise die Blase geht von hier, kerzengerade nach oben, schnellster Weg. Ja. Aber je länger, je länger die Blase da drin ist, desto besser. Deswegen, also ich nenne es immer Tornado-Funktion. Ich nenne es jetzt so lange Tornado-Funktion, bis es jeder übernimmt und wir nennen es dann so. Ja. Blase wird quasi rotiert. Das heißt, sie hat eine viel längere Strecke zurückzulegen, bis sie da oben ist. Also kann viel mehr Schmutz aufnehmen. Und das ist jetzt ein wichtiger Faktor. Zusätzlich kleinere Gimmicks wie Wasserstand. Also man glaubt gar nicht, wie viele Leute anrufen, wie der Wasserstand sein muss für unsere Abschäume, obwohl es am Start von unserer Anleitung steht. Ja. Aber meistens fliegt eine Anleitung weg, kennen wir selber vielleicht. Ja, und viele haben auch eine fixe Angabe halt, ne? Ja. Meistens 21, 23 so, genau, ne? Roundabout. Genau, und nicht jeder kann aber auch einstellen so, ne? Da komme ich auch gleich noch dazu. Wir machen es so, jetzt bei der Messe sind es jetzt noch Aufkleber, das wird natürlich alles dann mit reingraviert. Hier wird es 2 Linien jeweils geben und zwischen denen ist einfach das ideale Maß. Das heißt, reingucken passt oder passt nicht und da ist dann das ideale Maß. Wenn jemand aber quasi vom Wasserstand her nichts verändern kann und er bräuchte den Abschirm vielleicht höher, wird es auch noch, ja, ich nenne es mal Untersetzer geben. Also wir werden da was bringen, dass ich es unterbauen kann und mir mein Maß noch einstellen kann. Okay. Genau. Ja, es wird 3 Größen geben. Einen bis 700 Liter mit einem UVP 3,49, einen bis 1200 Liter, UVP 3,99 und der große hier 2200 Liter, UVP 4,99. Okay. Glaube ich, ein relativ fairer Preis, oder? Ja, das ist, glaube ich, haben die meisten mehr geschätzt hier. Sehr günstiger Preis. Genau. Und aber wie gesagt, diese Angaben mit den 700, 1200 und 2200 sind immer gerechnet bei komplett sehr hohem Besatz. Das heißt, wenn jemand niedrigeren Besatz hat,
oder Normalbesatz, dann sind da locker noch 100, 150 Liter drin. Man lässt sowieso immer einen Spielraum. Also es ist nie bei 1201, funktioniert er nicht mehr. Okay. Es ist immer ein Spielraum mit drin. Also ordentlich Leistung, neues System. Ich freue mich drauf. Also ja. Die, die ich bislang benutzt und gesehen habe. Ja, vor allen Dingen, das ist auch wieder eine komplett durchdachte Geschichte. Ne? Ich meine, ich hatte schon im Vorfeld so ein bisschen gehört, dass ich da auch mit den Einströmgeschichten ein bisschen was ändern sollte. Aber das sind auch wieder so die Feinheiten, was ich einfach wieder total geil finde. Ja, das ist aus Silikon, ihr wisst, da wird sich irgendwann mal Dreck ablagern. Ne? Ihr könnt es einfach bewegen, knuddeln, ja, so zusammendrücken, es bröckelt selbst Kalk, alles würde abbröckeln. Finde ich eine echt geile Sache. Ja. Und was mich ein bisschen wundert, die jetzt Pumpe, kommt's. Ich kenne ja alle Pumpen. Ja. Ihr habt ja scheinbar auch eine eigens entwickelte Pumpe. Ja, wir arbeiten. Weil das ist jetzt nicht eine Pumpe, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Nein, also wir arbeiten natürlich bei den Abschäumern. Mit einer Produktion zusammen. Mhm. Also, weil ich sag's immer, ein Abschäumer will keiner, wenn ich den zusammengeschraubt hätte. Okay. Ich kann die Dinger besser verkaufen, als sie zu bauen. Nee, aber wir suchen uns bei solchen Geschichten quasi Spezialisten, die nur so etwas bauen und gehen da dann quasi, das geht ja Jahre teilweise, in die Arbeit und sagen, wir entwickeln zusammen etwas. Und genau, und aus dieser Produktion stammt auch diese Pumpe, die wirklich sehr, sehr leistungsstark ist. Also da bin ich gespannt, wie sie dir gefällt. Lauf ruhig, leistungsstark. Also das ist schon nochmal eine gute Hausnummer. Ja, wie gesagt, ich habe es ja hier selbst am Stand gesehen. Ja. Das Schaumbild ist top. Das ist cool. Ja, es ist ein Becken hier, was keinerlei Belastung hat. Ja, wollte ich gerade sagen, am Stand hast du halt ein frisches Becken. Es ist eine Messe. Ja. Das heißt, das ist Montag eingerichtet. Ja. Jetzt haben wir Freitag, ne, das ist sauber im Prinzip, da kann nicht viel rauskommen, aber man sieht auf jeden Fall... Aber er holt was raus. Er holt was raus und man kann auf jeden Fall schon mal zeigen, was das Sinn dahinter ist. Ja. Genau. Nee, auf jeden Fall bin ich da auch sehr begeistert von. Freut Wie uns. Gesagt, damals, die Abschäumer von euch kamen ja raus. Wie gesagt, sie sind ja perfekt gelaufen, da kann man ja überhaupt gar nichts gegen sagen. Einzigster Mango habe auch ich damals selber gebracht mit den 240 Volt halt. Ja. Ne? Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber wie gesagt, das ist halt eine Sache, ist schöner, wenn es DC ist, Niedervolt. Jetzt ist es und DC. Da sind wir jetzt mit den neuen Abschäumern angelangt. Wir hören auf das, wie bei allen Produkten, wenn es Feedback gibt, ob positiv oder negativ, ist immer willkommen, weil man kann immer nur daraus lernen und wir hören darauf, was der Markt will, was der Markt will. Wir hören immer drauf, was der Markt will. Ja, das schätze ich auch. Nein, ich muss das einfach sagen. Ja, es ist so. Ich schätze es so an der Firma Acker, wirklich. Ich kann einfach was sagen. Ich kann es auch mal in dem Video sagen. Ja, es wird einem auch nicht übel genommen, aber es wird als wirklich Kritik angenommen und es wird dran gearbeitet. Ja. Wir haben bei so vielen Sachen immer, ihr habt ja auch schon mal, dass ihr ein Versionsupdate habt, dass irgendwas dann auch noch in einem laufenden Produkt quasi immer mal abgeändert wird. Ne? Genau. Und da seid ihr auch immer mit dabei. Und das schätze ich wirklich sehr, dass man da was sagen kann. Und es wird auch wirklich der Einfluss, den man dann hat und darauf gibt, wird auch in das Ding reingebracht und es wird auch was geändert. Das ist doch selbstverständlich. Du willst doch Produkte haben, die auch quasi die Leute brauchen und mögen. Also musst du auch darauf hören, was wollen die Leute. Und manchmal hast du bei Sachen natürlich deine Acker-Brille auf und denkst vielleicht an winzige Kleinigkeiten, die aber für den einen oder anderen was ausmachen nicht. Mhm. Und perfekt, also wenn da irgendwas kommt für uns, wunderbar. Sind wir immer mit offenen Armen da. Perfekt. Ja. So, und dann haben wir im Meerwasserbereich noch ein neues Produkt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und das werde ich mir jetzt auch ausgiebig vom lieben Patrick nochmal erklären lassen. Und zwar können wir ja schon mal teasern. Ihr seht es vielleicht im nächsten Video, aber es ist der Bacto-Shot. Jawohl. Und den nehmen wir uns jetzt mal Den schauen wir uns jetzt mal an. Perfekt, meine Lieben.